Willkommen bei Grounded. Der Plan für heute sieht vor, einmal nach der schwarzen Witwe zu schauen, dann weiter zum Geheimlabor. Auch heute hier Ausrüstung Pilze, diesmal allerdings kein Lehm. Ob das so clever ist, bezweifle ich mal. Nehmen wir vorsichtshalber einmal Lehm mit. Oder hier vorne, ne? Super, so macht man natürlich die Tür zu. So. Einmal Lehm sollte reichen. Wie gesagt, und dann das Geheimlabor nochmal versuchen zu betreten. Ich weiß ja, wo es ist, also. Nach dem Intro. Das Hauptproblem wird sein, ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ich habe vermutlich den Ausgang gefunden. Da war eine Stelle, die verschlossen ist. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in den Kasten rein? Das ist hier obere Mauer, ne? Ja. So, das könnte ein Problem werden. Wie komme ich da rein? Damit setze ich mich dann auseinander, sobald es soweit ist. Es wird es aber wesentlich einfacher machen, wenn ich diese ferngesteuerten Ameisen abschalten kann. Eichen aus. Wurde zum Glück nie angegriffen. Dass ich überall so angefangen habe zu bauen, ne? Na gut, in einem Survival-Game muss man auch die Sachen nicht vollendet fertig bauen. Das können wir dann in einem Kreativmodus von mir aus mal machen. Da können wir dann auch auf schön bauen. Also auch die Wasserbasis da unten im Teich. Da kann man garantiert richtig schöne Sachen bauen mit den Schwimmfundamenten. So, was mich jetzt interessiert, ist vor allen Dingen... Oh, scharfer sogar richtig. Also wirklich gegen die Großen hast du jetzt aber keinen Schaden ausgerichtet, hä? Und wohl zu klein. So, Läusebraten, der ist extrem wichtig. Okay, da war das Katana in dem vielleicht doch einfacher. Alle Fälle muss ich durchgeheilt sein, wenn ich da hingehe. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese goldenen Karabinen sind. Jetzt das Allerwichtigste speichern, bevor hier
der schwarzen Witwe Spaß beginnt. Und die hat mich trotzdem vergiftet. Was soll der Scheiß denn? Na los, kommt raus. Ganz ehrlich, ich glaube, ich kämpfe wieder traditionell gegen das Scheißvieh hier. Das war ein Fehler. Warum kämpfe ich denn persönlich gegen die schwarze Witwe hier, anstatt mit Pfeil und Bogen? Wahrscheinlich, falls schneller gehen sollte, ne? Oh Mann, ey. So, es geht aber schneller. Super, dreimal Supergift, das hat sich ja diesmal gelohnt. Oh Gott, beim letzten Mal war es immer so wenig, bis gar nichts. Damn it! I'm
Definitiv speichern, das ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann ich jetzt den schwarzen Witwendolch bauen? Damit könnte ich doch dieses komische Teichmuster abbauen, was ich brauche. Den lege ich mich nicht an. So, halten wir mal fest, Teil der schwarzen Witwe, sehr erfolgreich. Und das habe ich dann offscreen auch gemacht. Ich habe da drüben alle Fliegenpilze abgebaut. Dann denke, wie viel Milchziehen mir noch fehlen. Mir fehlen so viele Klamotten hier noch, die ich noch überhaupt nicht ausprobiert habe. Ich habe auch die Luftabwehr noch nicht ausprobiert zu bauen, ne? I could devour a Billy Hawk right about now. Ich habe auch den schwarzen Brownie bis jetzt nicht gefunden, also. So, und geht er jetzt? Wo ist er? Der Witwendolch. Ja. Die giftigste Waffe im Spiel. Guck mal, den könnten wir auch noch spezialisieren hier. So, was lassen wir jetzt mal außen vor im Moment? Überlege, ob ich das Teichmesser dann überhaupt noch brauche. Dann tauschen wir mal Knochendolch gegen. Ist das Katana?
Gift mit einer unübertroffenen Potenz lauert immer noch im Inneren. Schön. Geht's ein weiteres Mal, diesmal Mission Geheimlabor suchen. Weil ich eigentlich schon fast auf dem Weg zur Eiche bin, um nochmal mit Burgle zu reden. Ich wusste es. Wie soll ich denn so das Ding da vollständig aufbauen, wenn ich dann weitergehe? Ich glaube, dass den Spinnen durch brauche ich hauptsächlich, um dieses Eichenteichmuster abzubauen. Das ging doch mit den anderen Waffen nicht. Und da man sowas nur mit Dolchen abbauen kann, müsste es eigentlich die Waffe dann sein. Okay, der kann mir nicht helfen. Okay, schade. Ich dachte, wenn Dr. Tully hier aufläuft, passiert irgendwas, aber anscheinend nicht. So, ein Gegenstand des Rangs A Dupli 1 duplizieren. Was ist denn Rang 1?
Oh, jetzt ist die gute Frage, was ist ein Rang 1 Gegenstand? Gucken wir mal eben Rang 1 duplizieren, grounded. Gucken wir mal eben nach. Das kann ja nicht sein, dass letztes Mal es nicht geklappt. Super duper. Es wird nicht beschrieben. Okay, unter 1000 wahrscheinlich. Ich habe letzte Mal mehr bezahlt. Jetzt gucken wir mal eben. Also Rang 1 müssten die bis 1000 sein. Duplizieren wir einfach mal hier so. Pilzsiegel. Ja, okay, das war's. Und Rang 2 hat auch schon gezählt, weil ich letztes Mal Rang 2 gemacht habe. Sehr schön. Töte Hecken, Mutterspinne, oh Gott. Ist ein Quasadiolöw. Oh, jetzt sei super, jetzt habe ich den Tagesauftrag ausgewechselt und das waren Brutmuttern. So, hier kann ich noch den Zaubererhut lernen. Schildersets, aber mir fehlen die ganzen Künste hier. Okay, irgendwo kriege ich die Rezepte für die Ameisen her. Ich befürchte, ich werde da irgendwo Disketten oder sowas in den Bauten der Schwarzen und der Roten nicht gefunden haben. Müsste ich also auch nochmal hin. Chaka. Okay, auf ins Geheimlabor. Die Vorbereitungen und Zwischensammlungen, die dauern hier immer so extrem lange. Klar, wenn man nur auf die Aufgaben gehen würde, würde es richtig schnell gehen. So, jetzt darf nur die Krähe hier nicht landen. So, jetzt kommt die Frage, gehe ich von oben oder von unten rein? Ich glaube, ich versuche es von unten. So. Thank you.
Das Gift wirkt hier mal so überhaupt nicht. Da war der Eingang, ne? Ja. So, gucken wir mal, was habe ich denn hier damals gefunden? Wirklich. Das sieht doch aus wie... wie ein Geheimeingang. Da liegen sie. Das sind diese, das sind die Teile, womit die Ameisen gefüttert werden. Der Dolch ist scheiße. Also zum Kämpfen jedenfalls. This isn't one of mine. My suspicions were correct. This lab is not one of mine. I knew it! Schmechter has been spying on me this whole time. Classic Schmechter. Now, what do we have here? Standard armament security door? Ha! Child's play. No offense, of course. It's now or never. Are you ready? Okay, let's get Burgle on the line. Okay. Burgle. Hello, this is Burgle Science Lab. Burgle speaking. Can I interest you in some drills? Burgle, I need you to hack into an ominous security door for me. I'm sending you the coordinates now. Oh, Dr. Tully, at once. Entering Vulcan protocol mode. Decoding manual password reset at ominous terminal K321B. Stand by. Hacking, hacking, hacking. Still hacking. Perhaps if you had replaced that grilling function with something more useful, we would not be waiting all day for... I'm in! Username, Schmechter V. Password, Schmechter V Director. Transmitting! Hm. Tolles Passwort. Why, thank you, Burgle. Your efficiency never ceases to... Okay. So, und jetzt kommt der Cliffhanger, den ihr garantiert schon befürchtet habt. In der nächsten Folge untersuche ich das Geheimlabor. Bis dahin, ciao, ciao.